kultische Handlungen. Der Mensch ist ein geistig, seelisch, physisches Wesen, hat Anteil an der geistigen Welt, hat Anteil an der Seelenwelt und hat Anteil an der physischen Welt und kann so auch sein der Mittler zwischen physischer und geistiger Welt. Und was Menschen, die meditieren, erleben, indem sie Gedankenruhe herstellen können in ihrem Bewusstsein, die Seelenfähigkeiten so erstarken können, dass sie dann eintreten in ein Geisterleben, in ein Leben geistiger Welten. So ist es auch in einem gewissen Sinne möglich, dass Menschen, Gemeinschaften in einem Gottesdienst sich zusammenfinden und kultische Handlungen vollbringen. Und kultische Handlungen meint in diesem Falle, dass Menschen, Gemeinschaften Handlungen vollbringen, die ein Umfeld, eine Verkörperungsmöglichkeit bilden für höhere geistige Wesen oder auch für geistige Wesen. Denn diese Form des Wirkens der Menschen betrifft nicht nur höhere, gute, geistige Wesen, es gibt auch durchaus negative, teuflische, kultische Handlungen, wo dann Wesenheiten sich verbinden können, die man als luziferisch oder arimanisch bezeichnen kann. Aber da möchte ich jetzt nicht eingehen. Es geht um die kultische Handlung, um Menschengemeinschaften sich finden können, um gute göttliche Geister zu bitten, sich zu verbinden und wo dann auch die Wirkungsfähigkeit, die Verbundenheit dieser göttlich-geistigen Wesen auftreten kann und diese dann auch in durchaus sehr schönen, guten, heilenden, befruchtenden, impulsierenden Art und Weise hereinwirken können in die Menschengemeinschaften. Und das eine ist der Weg, sich eine Erkenntnis von der geistigen Welt und von Gott zu erarbeiten, und das andere ist eben das Erleben des Göttlichen in der Seele, wie Rudolf Steiner sagt. Der physische Leib dient dem Menschen als eine Hülle, die ihm Ich-Bewusstsein erlangen lässt. Verliert der Mensch den physischen Leib, würde er auch sein Bewusstsein verlieren, solange er nicht entsprechend sein Bewusstsein gestärkt und geübt hat. Der Christus hat uns durch seine Opfertat zur Zeitenwende einen neuen, unverweslichen physischen Leib, den neuen Adam oder Phantomleib, ein nicht stoffliches Grundkonstrukt des physischen Leibes gebracht. In diesem neuen Phantomleib wird es uns möglich, Bewusstsein auch ohne dem irdischen, verweslichen physischen Leib zu erlangen. Auf diesem Weg zum Erlangen höherer Erkenntnisse, Wahrnehmungen und Bewusstsein ist alles davon abhängig, inwiefern wir uns in Beziehung setzen mit dem Christuswesen. Nur indem wir in der Verbindung mit dem Christus uns einen neuen Leib aus seinem Leib als unseren neuen Tempel erbilden, indem wir in der Geisteswelt auferstehen. In der Verbindung mit der Christussubstanz werden wir Bewusstsein in den Geisteswelten erlangen. Das Menschenleben hängt davon ab, Speis und Trank zu erhalten. Unser physischer Leib verwendet diese als Anregung, um den physischen Leib zu bilden und zu erhalten. Denn die geistige Welt bildet durch die Bildekräfte, den Äther, unseren Leib. Die zukünftige Nahrung des Menschen wird mehr und mehr direkt aus dem Geistigen kommen. Der Anfang dazu ist uns im heiligen Abendmahl
von dem Jesus Christus gegeben, indem er uns lehrt, hinzunehmen seinen Leib, hinzunehmen sein Blut, seiner gedenkend und sie zu wandeln in uns zu uns, unserem Speis und Trank, so wir uns in Verbindung setzen mit dem Christuswesen und seiner Substanz. Richtige geistige Nahrung für uns und ein in Verbindung bringen mit dem neuen Phantomleib der Menschheit. So ist die kultische Handlung der christlichen Opferfeier die Wandlung der Transsubstitution, ein Weg, uns mehr und mehr mit dem Christus in eine Verbindung zu bringen, uns auf dem zukünftigen Weg der Menschheit zu begeben, wo wir uns einen eigenen, unverweslichen Leib aufbauen, mit dem wir dann auch in der geistigen Welt Bewusstsein erlangen können. Wer die christliche kultische Handlung der Messfeier in demutsvoller, erfüllter Stimmung erleben darf und kann, wird empfinden können die Stärkung, die davon ausgeht. Nehmet hin meinen Leib, nehmet hin mein Blut um unserer Liebe willen. Nehmet vom Brot, wandelt es kühn in Leibeskraft und Stärke. Zu Wirken des Heilens Werke, nehmet vom Wein und wandelt ihn neu zu lebensfeurigem Blute, froh im Verein, Bruder getreu. Lässt Richard Wagner den Pass im Parsival die Gralsgemeinschaft singen. Bei den kultischen Handlungen, die zu allen Zeiten in Mysterienstätten von den Priestern und Opferhandelnden in den Tempeln durchgeführt werden, brachten diese ihre Seelen in solche Zustände, dass höhere geistige Wesen durch sie hindurch bei diesen Opferdiensten anwesend sein könnten. Rudolf Steiner sagt dazu, ein übersinnliches Geschehen vollzieht sich im sinnlichen ab. Bilde. Hohe geistige Wesen der Engelhierarchie konnten sich den Menschen mitteilen, ihnen Impulse aus der geistigen Welt geben. Die Form des Kultus verändert sich mit der Entwicklung des Menschen. Seit dem Ereignis von Golgatha steht diese immer mehr im Zusammenhang mit der Ich-Entwicklung des Menschen und damit mit dem Ich bin mit dem Christus. Zitat: Wenn man nur auf diese Grundbestandteile hinschaut, dann ist das Messopfer ein äußerer bildhafter Ausdruck für die Initiation oder Einweihung. Evangelien vorlesen, was bedeutet das? Es bedeutet das Hereinklingen, die Offenbarung des Wortes in die Gemeinde. Dasjenige dagegen, was der Mensch von sich aus an die übersinnliche Welt geben kann, das, was von ihm versucht wird in der Darbringung des Opfers, gewissermaßen als Gegengabe, das reale Gebet, das tritt bildlich vor uns im Offertorium. Also einen Teil der christlich-katholischen Liturgie. Der dritte Teil, die Transsubstantiation. Die Wandlung besteht darin, dass symbolisch dargestellt wird, jenes Bewusstsein, das sich im Menschen entwickelt, wenn in ihm gefühlt wird, die göttliche Substanz, wenn er in seiner eigenen Seele erfüllt, die göttliche Substanz. Nicht ich, der Christus in mir. Er opfert sich nicht, nur er wird sich bewusst, dass das Übersinnliche in ihm selber lebt. Und der vierte Teil, das Messopfer, ist dann die Kommunion, die ja nichts anderes ist, als dieses ausdrücken soll, nachdem der Mensch mit diesem Übersinnlichen zusammengewachsen ist.
lässt er seine ganze irdische Wesenheit sich hineinergießen in die Vereinigung mit dem Übersinnlichen. Dieser vierte Teil stellt bildhaft dar, was der zu Initiierende, der Einzuweihende auch in den älteren und neueren Mysterien zu erleben hat. Zitat Ende von Rudolf Steiner vom 14.06.1922. Der Kultus als ein Ausdruck des sich Verbinden mit dem Christus, der inneren Durchchristung des Menschen. Eine von den Priesterinnen und Priestern gemeinsam mit der Gemeinde richtig durchgeführte Kultushandlung bewirkt bei den Beteiligten ein wirkliches Erleben der Anwesenheit höherer Wesen, ein Durchlichten des Denkens, ein liebevolles Durchwärmen, wie dies auch im Grundsteinspruch Rudolf Steiners ausgedrückt wird. Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Rechtmäßige kultische Handlungen werden immer stärker in Verbindung stehen mit dem Bewusstsein der die Handlung vollbringenden Menschen durch die Verbundenheit des Menschen mit dem Christus. Das Bewusstsein des Menschen, der entsprechende geisteswissenschaftliche Begriffe und Vorstellungen sich erworben hat, sprechen nun die höheren Wesen. Die christliche Opferhandlung ist ein Kultus von oben, wenn sich geistige Wesen heruntersenken können in die anwesende Menschengemeinschaft. Ein anderer Kultus ist der, wenn die anwesende Menschengemeinschaft durch geisteswissenschaftliche, also in diesem Fall anthroposophische Arbeit, durch das Erwachen am geistig-seelischen des anderen sich erheben zur geistigen Welt. Zitat von Rudolf Steiner: Durch den Kultus wird das Übersinnliche in Wort und Handlung heruntergeholt in die physische Welt. Durch den anthroposophischen Zweig werden die Gedanken und Empfindungen der Anthroposophengruppe hinaufgehoben in die übersinnliche Welt. Und wenn in der richtigen Gesinnung erlebt wird, der anthroposophische Inhalt von einer Menschengruppe, wobei Menschenseele an Menschenseele erwacht, wird tatsächlich diese Menschenseele erhoben zur Geistgemeinschaft. Nur handelt es sich darum, dass dieses Bewusstsein wirklich vorhanden ist. Wenn dieses Bewusstsein vorhanden ist und solche Gruppen in der anthroposophischen Gesellschaft auftreten, dann ist in diesem, wenn ich es so sagen darf, umgekehrten Kultus, in dem anderen Pol des Kultus, etwas Gemeinschaftsbildendes im eminentesten Sinne vorhanden. Man möchte sagen, wenn man bildlich sprechen will, die Kultgemeinde versucht, die Engel des Himmels zu veranlassen, herunterzugehen in den Kultraum, damit sie unter den Menschen seien. Die anthroposophische Gemeinde versucht, die Menschenseelen zu erleben, erheben in die übersinnliche Welt, damit sie unter die Engel kommen. Zitat Ende vom 3.3.1923 aus anthroposophischer Gemeinschaftsbildung. In den kultischen Handlungen kann eine Gemeinschaft von Menschen solch ein Gefäß bilden, in dem sich höhere Wesen hereinsenken können. Wird eine kultische Handlung im Sinne der leitenden Loge der Weltentwicklung durchgeführt,
kann diese auch als eine Art magische Handlung, eine weismagische Handlung wirken. Durch sie können gutgesinnte Wesen der Hierarchien in das Irdische hereinwirken und die Erde geht dadurch einen kleinen Schritt in der Entwicklung zum geplanten Jupiter-Zustand voran. So entwickelt sich auch etwas wie eine umhüllend schützende Sphäre rund um die kultische Handlung und die Menschen ihrer Umgebung. Die Widersacherwesen wirken auf die unverwandelten Schwächen der Menschen. Dieses Wirken kann durch die kultische Handlung verringert werden. Der Mensch wird freier für seine moralischen Taten. Dieser Vorgang bedarf aber für denjenigen, der die kultische Handlung durchführt, eine entsprechende geistige und moralische Reife. Wollen die Mitglieder einer solchen Menschengemeinschaft zu fruchtbarer Entwicklung beitragen, können sie an der intensiven Veredelung ihrer Eigenschaften arbeiten. Es können also Wirkungen entstehen, die dem Einzelnen hilfreich sind. Die Quelle dieser Hilfe in dem Kultus und ihren Ausführenden zu finden, ist eine Frage hoher geisteswissenschaftlicher Erkenntnis. So werden viele den Quell nicht sehen und so auch keine Wahrnehmung mit dem Opfer, das die Kultushandelnden erbringen. Es entsteht so durch die Opferbringenden eine Nachfolgerschaft Christi in den freiwilligen Tun für die Mitmenschen in dem Erleben, anstatt Dank Anfeindung zu erleben. Wie der Christus zu dem Johannes sagte, nicht was ihr glaubt, was ich gelitten habe, habe ich gelitten. Denn nicht die physischen Leiden hat er gelitten, die Verstümmelung und die Leugnung des Wortes hat er gelitten. Es entsteht so ein aus Liebe vollzogenes Handeln, ohne jeden Wunsch nach Gegenleistung. Die in der regelrechten kultischen Handlung verbundene Menschengemeinschaft hat ein geistiges Erleben. Diese ist im höchsten Maße gemeinschaftsbildend. Die Erinnerung an die vorgeburtliche Zeit, an den gemeinsamen Karma-Strom, kommt keimhaft in das Bewusstsein der Menschen. Deshalb bindet Kultus, weil im Kultus hereingetragen ist, aus den geistigen Welten dasjenige, was Kräfte dieser geistigen Welten sind, weil der Mensch, der in seinem Erdenleben vor sich hat, was überirdisch ist, eine umfassende, ins Geistig hinüberzielende, gemeinsame Erinnerung, das ist es, was die gemeinschaftsbildende Kraft des Kultus ist, sagt Rudolf Steiner am 27. Februar 1924. Sagen wir 1923. Durch den Kultus tritt der Mensch in Verbindung mit den Göttern. Jede Gemeinschaftsbildung läuft darauf hinaus, dass unter denjenigen, die sich zur Gemeinschaft zusammenschließen, ein höheres Geistig-Wesenhaftes waltet, das gewissermaßen aus geistigen Welten heruntersteigt und die Menschen zusammenbindet. Zitat Ende. Auch vom 3.3.1923. Es ist ein Abbild des Einweihungsvorganges. Der Mensch ist heute aufgefordert, aus den eigenen Ich-Kräften heraus sich wieder zur geistigen Welt zu wenden, den Weg zur geistigen Welt zu beschreiten, die physische Welt mit der geistigen durch sein Ich-Wesen-Sein zu verbinden. Geistige Zukunftsimpulse in der physisch-sinnlichen Welt einzuleben. Wenn der Mensch sich verbindet mit der geistigen Welt in Verbindung mit den hohen leitenden Geistern der Welt, dem
Geist der Welt, dem Christuswesen, aus dem heraus handelt, so werden alle seine Handlungen kultische, weltenverwandelnde Handlungen. Durch Erkenntnis höherer Welten entstehen uns neue Zukunftsgedanken. Die Gedanken, die wir aufnehmen aus der Geistesforschung, werden belebt durch Imagination, Inspiration, Intuition. Also hier sind gemeint die höheren Wahrnehmungsfähigkeiten des Menschen. Nehmen wir sie auf, dann sind sie selbstständig im Erdenleben existierende Gebilde. Dieses Denken stellt dar die geistige Form des Kommunizierens der Menschheit. Denn indem der Mensch sich überlässt, seinen Spiegelgedanken über die äußere Natur, wiederholt er nur die Vergangenheit, lebt er im Leichname des Göttlichen. Indem er seine Gedanken selber belebt, verbindet er sich durch seine eigene Wesenheit, kommunizierend, die Kommunion empfangend, mit dem die Welt durchdringend, ihre Zukunft sichernden, göttlich-geistigen. So ist die spirituelle Erkenntnis eine wirkliche Kommunion, der Beginn eines der Menschheit der Gegenwart gemäßen kosmischen Kultus, der dann wachsen kann dadurch, dass der Mensch nun gewahr wird, wie er seinen physisch-mineralischen und seinen vegetabilischen Organismus mit seinem astralischen und Ich-Organismus durchzieht, wie er dadurch, dass er in sich selber den Geist lebendig macht, nun auch in das, was sonst als Totes, als Sterbendes ihn umgibt, den Geist hineinbannt. Das war ein Zitat von Rudolf Steiner vom 31. Dezember 1922. Ein Mensch, der solches erreicht, vollbringt Taten für die regelrechte Zukunftsentwicklung der Menschheit. Über christlich-religiöses Wirken sagte Rudolf Steiner, Zitat, es gibt keine absolute Grenze zwischen exoterisch und esoterisch. Das eine fließt in das andere über, und das Esoterische wird exoterisch, wenn man es ausspricht. Sie müssen immer noch einen eigenen Inhalt haben, in dem sie leben. Zitat Ende. Geistiges sollte esoterisch in uns leben und die Teile, für die es Zeit ist, können ausgesprochen und tätig in der Welt verwirklicht werden. Einen anderen Teil behalten wir für uns. Wie die Meditation für den einzelnen Menschen die Verbindung zur geistigen Welt darstellt, so ist die kultische Handlung die Verbindung einer Gemeinschaft zur geistigen Welt. So können geistige Wesen in der Gemeinschaft anwesend sein. Zitat, aber ein Priester wirken muss das sein, dass der Priester vor allen Dingen in sich das Bewusstsein hat, eines esoterischen Zusammenhanges mit der geistigen Welt selbst, nicht bloß mit Begriffen über die geistige Welt. Zitat Ende. Wenn solche Dinge wiederum einmal als Hauptsache angesehen werden, dass bis in die kleinste Empfindung hinein der Mensch sich als durchdrungen weiß von dem unmittelbaren Dasein des Göttlichen, im Physischen, und wenn sich der Prediger als solche Autorität fühlt, dass er weiß, ich trage das göttliche Leben da hinein, ich vollbringe nicht eine Amtshandlung im heutigen Sinne, sondern ich führe einen Auftrag des Gottes aus, sagte Rudolf Steiner. Es gab zu allen Zeiten geheime Gesellschaften und Mysterienstätten, die Rituale als Gottesdienst, als Dienst an den Göttern durchführten, zum Wohle der Kulturentwicklung, zum Wohle der Mitmenschen.
Heute muss die Erkenntnis des Menschseins als geistiges Wesen, aber auch die Erkenntnis über die Gottesdienste öffentlich zugänglich sein. Die Anthroposophische Hochschule für Geisteswissenschaft ist eine solche Einrichtung. Eine Kultur, die keine aus dem freien Geistesleben, aus der geisteswissenschaftlichen Menschenerkenntnis, aus der Verbundenheit mit dem Christuswesen durchgeführten und gelebten Gottesdienste und christliche Rituale in sich hat, ist eine Kultur im Untergang oder Auflösung. Und dazu ist auch anzumerken, es gibt auch geheime Gesellschaften, was ja immer mehr zutage tritt heute, die okkulte und rituelle Mittel für ihre egoistischen Ziele benutzen. Also es gibt okkulte Gesellschaften der Widersachermächte, wie dem Ahriman, die fürchterliche, menschenverachtende, grausame Rituale durchführen. Diese wirken aber vor allem entwicklungshemmend, freiheitsberaubend und zerstörend auf die Menschheit. So ist es eine Entscheidung für den Menschen, zu meditieren und sich in der Meditation mit der geistigen Welt verbinden zu wollen. Und es ist eine Entscheidung für die Menschengemeinschaften, in sich einen sozialen Organismus aufzubauen, der das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben und das Geistesleben beinhalten und das Geistesleben in einer Form, in dem es in berechtigter Weise kultische Handlungen durchführt, ob es ein Kultus von oben oder ein Kultus von unten ist, die eine Verbindung mit den guten göttlichen Geistern zustande bringen und das Gute in die Menschengemeinschaft aus der geistigen Welt hineinbringen, um Zukunftsimpulse verwirklichen und entfalten zu können. Vielen herzlichen Dank.